Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Wie ich schon angesprochen hatte, meine Schwiegereltern waren in der Türkei und haben mir so eine Tüte mitgebracht mit allen möglichen türkischen Süßigkeiten. Und wir schauen jetzt einfach mal rein, was sie mir mitgebracht haben und testen auch alles aus. So, dann schauen wir auch gleich mal am Anfang, was wir hier drinnen haben. Erst was wir haben, ist Balik Cracker. Sind so Fischcracker. So sehen die aus. Es scheint aus Mais gemacht zu sein. Und probieren wir einfach. So. Sind die schon ganz lecker. Mal ein paar hier raus. So sehen die aus. Sind wirklich so kleine Fische. Oh, sie haben so ein richtig geiles Muster, sehe ich gerade. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt sehen könnt. Wahrscheinlich nicht. Aber das ist schon weg. Oh, das ist nicht nur einfach. Was ist das? Das ist keine Paprika. Das ist. Was ist das? Also, falls jemand von euch türkisch kann, guckt euch das mal an. Was ist da drin? Es ist ultra lecker. Es erinnert ein bisschen an Ketchup. Aber ich kann es nicht zuordnen. So, dann gucken wir, was wir als nächstes haben. Also egal, was da drin war. Oh, das ist so lecker. Entschuldigung. Was ist das? Ich habe noch nie so lecker gegessen. Und das ist wirklich Mais. Das schmeckt einfach wie frischer Mais. Ja, ich kann das sagen, Leute, das ist ultra lecker. Ich bin gerade so fasziniert. Packung aufheben. So, auf jeden Fall, also ich weiß nicht, was da drin war, das war aber ultra lecker gerade. So, schauen wir mal. Hier ist was Größeres. Lokum. Südlü Kikolata Kapli. Oder so ähnlich. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, so sieht das aus. Könnte Schokolade sein, gefüllt mit Pistazien vielleicht? Schauen wir mal. Okay, große Verpackung, kleiner Inhalt. Hinten steht jetzt, ne, weder auf Englisch, aber wobei, Pistachio wird Pistazie sein, 12%. Haselnuss, ja, ich gehe also eine Schokolade mit Pistazien gefüllt. Gehen wir aus. Ups. So, kleine Würfel. Von drin. So was wie Gelee mit einer dicken Pistazie drin. Ist lecker. Come on. Oh, auch echt lecker. Kennt man so hier auch nicht. Aber die Türkei ist ja bekannt dafür, für die Pistazien. Auf jeden Fall echt gut. So, ich schaue hier mal. Okay. Ich sehe gerade, wir haben auch Wasser. Erikli. Ich habe gehört, in der Türkei gibt es nämlich kein normales Wasser. Beziehungsweise die trinken das nicht so wie hier aus Flaschen. Und da gibt es einfach nur so zum Essen hin und wieder so ein Wasser. In dem Fall ist es still. Ich habe gerade eine Korrektur bekommen. Also es gibt kein Sprudelwasser in der Form wie hier in Deutschland. Stilles gibt es sehr wohl. Das ist jetzt auch stilles hier. Guck mal, ich habe auch eine Sprudelflasche noch mit dabei, um einfach den Vergleich zu haben. Auf jeden Fall sehr lecker. Schmeckt sehr gut. Jetzt gucken wir auch direkt weiter. Was haben wir hier? Ah, das sind diese, diese Früchte, die geliert sind. Schaut mal, so sieht das Ganze aus. Gucken wir mal, wie das schmeckt. Ich muss zugeben, ich kenne die aus Italien. Jetzt die türkische Variante habe ich noch nicht probiert. Aber es wird sich gleich ändern. So, wollen wir die Öffnung. Noch den Müll weg. So, die haben dann so einen Mehlüberguss. Das aus und dann probieren wir einfach mal. So eine rote.
Sehr fruchtig, kann ich jetzt gar nicht wiedergeben, was das für eine Frucht ist. So ein Grün probieren wir auch mal. Erinnert ein bisschen so an Gummibärchen, aber doch anders, also so frische Gummibärchen. Aber echt lecker sind die. Kann man sich so zwischendurch gönnen. Und weiter geht's. Ich sehe hier gerade, weil hier hoffe ich nichts. Haben wir hier Feigenkekse. Die kennt man auch aus Deutschland. So Feigenkekse. Bin mal gespannt. Feigen hatte ich auch nicht sehr oft. Aber Feigen sind eigentlich echt lecker. Die sind schön süß. Jetzt mal sehen, wie die im Keks schmecken. Das sind so süße kleine Kekse. Ein harter Keks. Und immer lecker. Richtig lecker. Aber nicht gut zum Kaffee. Oder zum Tee auch. Vielleicht trinkt man eher Tee als Kaffee. Ja, die sind echt lecker. So. Hier gucken wir mal, hier was Großes. Oh, das ist geil. Weil ich liebe ja Tee, falls ihr es nicht wisst. Das sind ganz viele Teespezialitäten. Fängt an von Apfel über türkischen Tee, also schwarzer Tee. Türkischer Kaffee, okay. Dann Oliventee. Okay, krass. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Ja, und was halt hier noch dabei ist. Wintertee, Orangentee, grüner Apfel, so ein Mischmaschtee und oh, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt. Schaut mal, die hier sind also noch dabei. Die ganzen Sorten haben wir. Richtig geil. Gerade jetzt, wo es kälter wird, können wir auf jeden Fall testen. Hier ist ein Video leider nicht. Aber nicht schlimm. Ich teste sie dann für euch. So, dann haben wir auch direkt nochmal was Großes. Ah, das ist auch geil. Frische Gewürze. Das ist perfekt. Ich zeige euch das mal. Für die ganzen Kochvideos, die noch kommen werden, haben wir hierbei. Wir haben Koriander, Chili, Sumak, weiß ich nicht, was ist. Pfefferminz, Kumin, roter Pfeffer, Curry, Rosmarin, Chili, Sumak nochmal, Kumin. Ah, okay, ist alles doppelt. Okay, okay. Und, oh, Safran. Und nicht wenig. Also, da ist schon eine dicke Tüte Safran dabei. Ja, Safran ist ja alles andere als günstig. Und hier an der Seite haben wir, glaube ich, noch Lorbeerblätter. Und so eine Mühle, wo wir das Ganze reinmachen können. Ich mache es auch nicht auf, weil es zu schade jetzt. Und ich mir dann angucke, nicht, dass die irgendwie auseinanderfallen oder so. Finde ich aber eine schöne Verpackung. Freue ich mich richtig drüber, weil die können wir im Video perfekt benutzen. Und ich glaube fast, dass sowas wie eine Mühle ist, um zum Beispiel hier den Koriander. Ich muss zugeben, ich habe Koriander noch nie in dieser Form gesehen. Der ist nämlich noch in körniger, fester Form, dass wir den halt damit dann klein machen kann mit dieser Mühle. Also richtig, richtig geil. Freue ich mich richtig drüber. Und schauen wir mal. Oh, was haben wir denn hier? Crispy Tiridikli. Tiridikli, ja. So. So sieht das aus. Schein. Was haben wir denn da drin? Das sind sowas wie Tacos. Aber wir haben jede Menge Gewürz und scharf. Okay. Schauen wir mal, ob wir hinten rausfinden können, was wir drin haben. Hier scharfe Tacos, Tacos Beinis, Korn, Reis, Hot Paprika, Onion, also Zwiebeln sind auch drin. Und ja, wir probieren es einfach. Oh, stark gewürzt, riecht auf jeden Fall echt gut. Dann sind das hier so ein Ganzes. So Plättchen sind das. Kennt man so auch gar nicht. Okay, schaffen die das eigentlich gar nicht. Aber lecker sind die. Ah ja. Oh, wirklich gut. Also,
So Knabberzeug können die richtig gut machen. Also die hier war ja schon ein richtiges Highlight. Und die jetzt auch. Ich muss sagen, die Schärfe kommt ein bisschen nachhinein. Aber die ist nicht so stark. Aber richtig, richtig lecker. Also richtig geile Gewürzmischung. Muss ich auch mal gucken, wenn ihr die beim Türken kriegt, probiert die mal aus. Ich habe sie hier in Deutschland noch nicht gesehen, aber richtig lecker. So, dann gucken wir mal. Okay, haben wir nochmal ein Getränk. 100% Kuh. Pina. Gershek Yassam. So sieht das aus. Mit einem Strohhalm. Schauen wir mal, was wir drin haben. Da könnte Milch sein. Wie gesagt, in der Türkei trinkt man so Milch auch, nicht so wie bei uns Kakao. Wahrscheinlich für die Kinder, wenn die zur Schule gehen oder so. Ja, frische Kuhmilch. Hm. Perfekt für die Schärfe gerade. Auch wenn es gar nicht so scharf war. Haben wir hier 3,3% Milch, ja, 3,3% Fett. Und sonst echt lecker. Sehr gut. So, ein bisschen haben wir noch. Wir schauen, was wir da Tickets kriegen. Wobei, so viel ist es gar nicht mehr. Eine Socke. Sehr gut. Und Dutsch. Aber guck, was wir noch drin haben. So, dann haben wir hier noch so kleine Riegel. Meine Frau lacht sich gerade kaputt. Wie da die Socke reinkommt. Kuru Meyeveli. Scheint so ein Nussriegel zu sein. Tut das Ganze aus. Machen wir jetzt auch mal auf. Oh, oh, fällt schon ein bisschen auseinander. Mal gucken hier. Mal auf Seite. War ich schon leicht durchgebrochen. So sieht das aus. Ist leider schon leicht zerbrochen. Mhm. Ein bisschen was für die Gesunden, ne? Weil das ist sehr süß. Ja, ist halt Nuss. Kann ich das genau beschreiben. Ich hätte jede Menge Vollkorn und die würde ihr so zusammen matschen. Zu so einem Riegel. Ist echt lecker eigentlich. Kann mir gut zum Frühstück eigentlich vorstellen. Mit der Milch zusammen. Kann man sich dann beides gut gönnen. So. Dann haben wir nochmal eine Wasserflasche, glaube ich. Mit Flaschenöffner. Habe ich leider keinen Flaschenöffner hier. Ich hole mal schnell ein. Und da haben wir ihn auch schon. Ebenfalls ein türkischer Flaschenöffner. Den haben wir uns auch mitgebracht. Ja, das ist ein türkischer Flaschenöffner. Der kann auch nur türkisch reden. Ja, so ist es halt. Ne? Aber wir schauen gleich mal nach. Also nicht, ob er türkisch reden kann, sondern wie das Wasser schmeckt. Von der Marke Beybasari Karakoka. Also so sieht das aus. Ich spreche zwar alles falsch aus, seid mir da nicht böse, aber egal. Mm. Oh, okay, da ist viel Kohlensäure drin. Mm. Aber ist auch lecker, ist Wasser halt. Aber für alle Wasserliebhaber da draußen, Wasser ist ja nicht gleich Wasser, ne? Die haben jedenfalls sehr viel Kohlensäure. Das soll man wohl beim Essen trinken, habe ich richtig, ne? Genau, das trinkst du beim Essen. Ah, schön viel Kohlensäure. Und auch einen sehr leckeren Geschmack. Muss sagen, bei Wasser ist ja die Sache, du schmeckst, ob das Wasser halt klar ist. Also besser die Qualität des Wassers, desto besser schmeckt es auch einfach. So, jetzt hole ich mal. Oh, ein paar Sachen haben wir noch drin. Als nächstes haben wir nochmal so einen gesunden Riegel. Life Alif ist wahrscheinlich etwas Gesundes. Wie ein gesundes Leben oder so. Und diesmal mit Nüssen. Okay. Der vorher, gut, hat dann noch mal ein paar Früchte drin. Ein paar Datteln, glaube ich, sind da drin noch gewesen. Und hier haben wir jetzt wirklich Nüsse. So, gönnen wir uns mal. So, oh, hier sieht man auch. Richtig dicke Nüsse sind da drin. Oh, sehr lecker. Ja, ist richtig lecker. Ich glaube einfach, hier ist auch kein Zucker drin, ne? Weil die schmecken null süß.
Okay, anders gesagt, es ist sehr wenig Zucker drin, finde ich. Auf 100 Gramm sind 13 Gramm Zucker drin. Das ist eigentlich okay. Ich weiß jetzt nicht, was auf Türkisch Liv ist. Weil Protein ist extra, das kann man lesen. Kohlenhydrate. Yak ist wahrscheinlich Fett. Und Tux ist wahrscheinlich Salz. Gehe ich davon aus. Ja, auf jeden Fall echt lecker. Mit viel Liv. Also das ist wirklich, ich gehe mal davon aus, ich kann auch gut zum Frühstück essen, also zur Schule, statt so ein Schokoriegel, auch so ein Vollkornriegel rein. Und dann immer die Milch, ne? Oh. Da ist wieder was für meine Frau. Die liebt Zartbitterschokolade. Und hier auch wieder 60%, sehr hochwertig, mit Pistazien. Schauen wir mal. Brechen wir so ein Stück ab. Und schauen wir, was wir drin haben. Ja, tiefschwarz. Und hier auch die Pistazie drin. Wobei geht. Ist gar nicht so bitter. Ist sogar richtig lecker. Ich muss sagen, einige werden es wahrscheinlich schon wissen, ich liebe weiße Schokolade. Und umso zarter die wird, desto bitterer ist sie auch und das ist gar nicht mein Ding. Aber die, überraschenderweise, ist echt lecker. Kann man nicht viel von essen, aber der Bitterstand ist echt in Ordnung. Also wirklich, ich finde richtig gute Schokolade, muss ich sagen. So, ich komme auch schon zum... Nee, oh, da sind ja noch drei Sachen drin. So, die legen wir mal hier auf Seite. Wobei, wir haben ja gelernt, diese ganzen hier salzigen Dinger sind richtig gut. Und die verwarmen wir uns mal zum Ende. Dann haben wir hier so einen Riegel. Papita ist ein Keks mit, ich glaube, eine Milchfüllung, Schokolade drüber und dann sowas wie Smarties. Und so sehen die ganzen aus. Auch leider schon ein bisschen zerbrochen, aber nicht schlimm. Wir zerbrechen es ja eh, wenn wir es probieren. Das heißt, wir nehmen uns jetzt hier so ein Stück. Hier sieht man es auch perfekt eigentlich von der Seite. Die einzelnen Schichten, die wir haben, riechen sehr schokoladig. Mmh. Oh, der ist lecker. Ein bisschen süß, aber diese Milchfüllung, die passt echt gut dazu. Die ist echt lecker. Ja. Und dann haben wir hier noch einfach diesen gesunden Riegeln. Kimitsi May Valley You Love Bar. Hat ein bisschen mehr Zucker drin. Sind hier auch Pistazien, Kokosnuss und ich denke, das sind getrocknete Erdbeeren. Wenn wir getrocknete Früchte sind da noch mit drin. Sieht das Ganze aus. Probieren wir jetzt auch. Und schauen wir. So wieder. Sieht auch die Stückchen hier an der Seite. Mmh. Ist auch echt okay. Ich muss sagen, der mit der Nuss. Aber ist ja am besten, aber wir haben unsere Milch. Gehen wir uns erstmal wieder einen Schluck. Und dann zu unserem letzten Highlight. Pizza, Pizza. Also Pizza Cracker. So sieht das Ganze aus. Aber wenn die auch noch andere nicht so gut schmecken wie die davor. Ich weiß nicht, was sie da machen. Aber die machen auf jeden Fall richtig gut. So. So sehen die aus, wie so kleine Herzchen. Mhm. Die kennt man auch aus Deutschland. Ich meine, genauso wie sie, die man sonst so kauft mit Pizza-Geschmack. Aber mega lecker wieder. Mhm.
So, meine lieben Freunde, das war's. Wir sind durch. Alle türkischen Spezialitäten verspeist. Meine Highlights, ganz klar, die ganzen Cracker. Wenn ihr in die Türkei fährt, probiert die aus. Probiert vor allen Dingen das Ding aus. Also wenn das nur Mais ist, dann weiß ich nicht, was wir in Deutschland machen. Die sind so krass lecker. Also wirklich absolute Nummer 1. Sonst mega geil, die ganzen Tees und Gewürze hier. Freue ich mich richtig drüber. Machen wir gleich auch direkt ein. Und dann kann man damit richtig geile Rezepte kochen. Sonst die Schokolade war lecker. Also richtig geile Sachen gibt es in der Türkei. Auch die Getränke sind echt süß. Und sonst sagt mir, was wir als nächstes probieren sollen. Was wir als nächstes machen sollen, auch wenn ihr ein Rezept habt, was auch immer, schreibt es mir in die Kommentare. Werden wir alles durchlesen und wir schauen, was wir dann als nächstes machen. Und sonst wünsche ich euch ganz viel Spaß mit den anderen Videos. Lasst ein Abo da, lasst einen Daumen nach oben da. Bis dahin, ciao, ciao.